Sie gehen dazwischen. Steilpass von Erling Haaland. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Super abgewehrt hier. Jetzt die Ecke. Ballgewinn, gefährliche Position. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Erling Haaland. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Ball ist unterwegs. Das ist der Ausgleich für Borussia Dortmund. Sie sind wieder da, alles wieder offen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Reus jetzt am Ball. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Nach wie vor unentschieden hier. Mal sehen, was sie in Durchgang 2 noch zeigen können. Bislang war das offensiv, sind wir ehrlich, mäßig. Brandt. Haaland. Daniel Malen. Und das macht er schlecht, der Abwehrspieler. Es gibt Strafstoß für den BVB. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Anlauf von Haaland. Er macht das Tor. Guter Elfer. Den verwandelt aber ganz, ganz abgeklärt. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ganz sicher. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nix. Und das war auch nix. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Fällt das Tor doch noch. Das könnte was werden jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Vielleicht der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann ist ja klar, wenn er so an den Ball kommt, dann musst du mit dem Treffer rechnen. Diese harten Flachschüsse, die hat er drauf.